Jetzt darf ich die tolle Lesung ankündigen von der Grauenfruppe mit Mathilde. Die Grauenfruppe, das sind Daniela Beuren, Karin Seidner und Martina Sinowatz, ein Kollektiv von vier Autorinnen, die seit 1996 literarische Performances an verschiedenen Orten aufführen. Und ich würde sagen, wir legen los. Die Kirchenbesuche mit ihrer Großmutter bereiteten ihr als Mädchen besondere Lust. Jeden Sonntag um 9, nachdem sie einen Malzkaffee getrunken und ein Brioche-Kipferl gegessen hatte, durfte sie die mit Handschuhen und Hut fein gemachte ältere Dame in die Messe begleiten. Neben ihr in der strengen Kälte auf der linken Seite des barocken Kirchenschiffes sitzen, wo die harten, dunklen Holzbänke für die weiblichen Gläubigen bereitstanden. Sie fühlte sich dabei sehr ernst und erwachsen und kam sich so hübsch mit ihren aufgesteckten blonden Haaren vor, dass sie das Gefühl hatte, der geschnitzte Jesus am Kreuz zwinkere ihr flirtend zu. Den Pfarrer hielt sie ohnehin für einen ständig Verliebten, weil er seine Arme immer so ausgebreitet hielt und den Blick abwechselnd anmutig hob und verschämt zu Boden senkte. Außerdem trug er ein äußerst reizvoll wirkendes Kleid, unter dem hin und wieder weiße Spitzen hervorblitzten. In der Luft hing der Geruch nach 4711 der Großmutter und zarter Weihrauchduft. Etwas Aufregenderes konnte sie sich nicht vorstellen. Die ganze Stimmung in dieser höhlenartigen, kerzenlicht getränkten, gold- und dunkelrot durchwirkten Kirche erlebte sie als zutiefst erotisch und ließ sich jedes Mal heimlich erregen davon. Immer wieder strich sie verstohlen mit der Hand über die samtrot bezogene Kniebank und über den goldbedruckten Einband des Gebetbuches. Die goldgerahmten Gemälde an den Wänden schienen geheimnisvoll aufregend durch ihren gleichzeitig ekstatischen wie schmerzverzerrten Ausdruck. Sie ließ den Pfarrer nicht aus den Augen, der so viel vom Blut redete und vom Fleisch, das für euch hingegeben wird. Besonders begeisterten sie jedes Mal die verschiedenen Formeln in altertümlicher Sprache, die nach einem bestimmten Ritus gesprochen wurden. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Oder das ist würdig und recht. Wie feierlich und wohlgesetzt die Worte wirkten und wie unverständlich zugleich. Sie konnte sie immer wieder anders interpretieren. Manchmal dachte sie beim Dach an eine Hundehütte, das andere Mal an einen Obdachlosen, der bei ihr zu Hause sterben wollte und so weiter. Am meisten fasziniert war sie aber von dem Spruch: und sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Die ganze Messe hindurch wartete sie auf diesen Satz, der eine tiefe Sehnsucht in ihr weckte und sie zu Tränen rührte, die sie allerdings mit großer Mühe zurückhielt, um die angenehm leidvolle Stimmung noch zu erhöhen. Erhebet euch! Und sprecht auf mein Zeichen, wie es euch die Gesellschaft gelehrt hat. Wenn ich jemanden treffe, muss ich mich anziehen. Wenn ich die schönen Freundinnen treffe, muss ich mich schön anziehen. Wenn ich die kompetenten Kolleginnen treffe, muss ich mich kompetent anziehen. Ich muss jetzt kurz unterbrechen. Dies ist ein moderner und interaktiver Gottesdienst. Darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen. Alle, die das Muster erkannt haben und regelmäßig diese Kirche besuchen, mögen bitte mit einstimmen. Wenn ich die seriösen Vorgesetzten treffe, muss ich mich seriös anziehen.
Wenn ich die lockeren Bekannten treffe, muss ich mich locker anziehen. Wenn ich die coolen Unbekannten treffe, muss ich mich cool anziehen. Wenn ich Feministinnen treffe, muss ich mich feministisch anziehen. Wenn ich viele Leute treffe, muss ich viel anziehen. Hören die Worte der Lesung. Lesung aus dem Buch Mathilda. XX. Mathilda ist weiblich. Der Name Mathilda ist dafür nicht unbedingt ein Indiz. Die Schreiberin kannte einen Mann, der mit dem zweiten Vornamen Mathilda hieß. Mathilda, germanisch Macht und Hild, ist Wald und Kampf. Dies zu Fußnote 1. Vor der ersten Menstruation hatte sie 400 Eibläschen, primär Folliken. Fußnote 2, der Gesundheitsbrockhaus, Kursbuch Mensch, Aufbau, Funktion, Entwicklung, Krankheit und Heilung. Brockhaus, Mannheim, 2001, Seite 70. Jedes mit der potenziellen Möglichkeit, zu einem Menschen zu werden. Erst zwei davon wurden nachweislich befruchtet. Fußnote 3. Eines hält sie an der Hand und das zweite führt sie im Kinderwagen spazieren. Die Aufgaben, die daraus erwachsen sind, muss sie täglich lösen, wie die Eltern, von denen sie kürzlich gelesen hat, ein europäisches Paar, das nach einer In-vitro-Fertilisation ein schwarzhäutiges Kind bekommen hat. Die Ärzte konnten das nicht verstehen. Solche Fehler seien an und für sich ausgeschlossen. Das hatte der Beipacktext ihres negativen Schwangerschaftstestes auch behauptet. Zitat: Diese Keimzellen enthalten im Gegensatz zu allen anderen Körperzellen nur einen einfachen Chromosomensatz. Sie sind haploid. Durch die Befruchtung entsteht wieder eine Zelle mit doppeltem diploidem Chromosomensatz. Aus ihr entwickelt sich nach unendlich vielen identischen Teilungen und in einem wohlgelenkten Spezialisierungsprozess wieder ein neuer Mensch. Fußnote 4, Gesundheitsbrockhaus, Seite 180. Ist das ein Anfang? Sie klemmt den Kinderwagen unter den Arm und schleppt ihn die Rolltreppe hinauf. Mami, warum fährt die nicht? Fragt der ältere Sohn, der hinter ihr hertrottet. Ich weiß nicht, stöhnt sie, das Zeug funktioniert nie, wenn man es braucht. Sie ist unterwegs, um eine Druckerpatrone zu kaufen. Fußnote 5. Ich habe diesen Text in blutroter Tinte geschrieben, abwechselnd in ein Heft und auf ein Konzeptpapier, was jeweils besser zur Hand war, und tippe ihn jetzt in den Computer ein. Wenn er dort herauskommt, wird er nicht mehr meine Handschrift tragen. Er wird bereinigt sein und kann als anonym gelten. Jetzt läuft sie zum Bankomaten, der ihr mit weißer Schrift auf rotem Grund außer Betrieb verkündet. Es folgt der Kredithit. Ich hatte einen Termin beim Anlagenberater, er sah mich gütig an, als wäre er mein Vater. Er sagt, unsere Bank hat die besten Konditionen, geförderte Kredite für Bauen und Wohnen. Überlegen Sie in Ruhe. Ein paar Tipps gibt's noch gratis dazu.
Er sagt, schützen Sie Ihren Code vor fremden Blicken, tun Sie nicht öffentlich die Geldbörse zücken, halten Sie Ihr Geld gut unter Verschluss, denn sonst sind Sie es los und das gibt Verdruss. Bei uns ist Ihr Geld am besten aufgehoben, so tat es eine Bank über die Maßen loben. Ich möchte ihm gern alles, was er sagt, glauben und ihm auch jede Bevormundung erlauben. Nur eines weiß ich nicht, von welchem Geld er eigentlich spricht. Er sagt, schützen Sie Ihren Code vor fremden Blicken, tun Sie nicht öffentlich die Geldbörse zücken, halten Sie Ihr Geld gut unter Verschluss, denn sonst sind Sie es los. Und das gibt Verdruss, und das gibt Verdruss, und das gibt Verdruss. Diskret einlagen. Haben nichts mit anonymen Bankkonten zu tun, lernt Mathilda, sondern helfen bei Harnverlust. Das Fernsehen zeigt eine weiß gekleidete Frau, eine ältere, die sich vor Lachen kaum halten kann. Wer regelmäßig so viel zu lachen hat, soll die beworbene Inkontinenzbinde verwenden. Leider wird nicht gesagt, was es zu lachen gibt. Mathilda hätte gerne mitgelacht. Werden die Zeichen für ein Mädchen womöglich noch besser stehen. Selbstverständlich wird sie studieren. Eine Studentin wird sie sein unter vielen Studentinnen. Womöglich Technikstudentin unter vielen Technikstudentinnen. Niemand wird sie daran zu hindern versuchen. Sie wird nicht hinter einem Bretterverschlag den Blicken der männlichen Kollegen verborgen ihre Versuche machen müssen und wird die Früchte ihrer Bemühungen selbst ernten können. Die Schreiberin wurde hier durch einen Telefonanruf unterbrochen. Die sich im Mikrofon im Rhythmus der Schallschwingungen schwingenden Kohlenkörnchen setzten dem Stromfluss einen variablen Widerstand entgegen. Die Schwankungen des Stromverlaufs entsprachen den Schalldruckschwankungen, welche die Form elektrischer Signale in Kupferspulen annahmen. Sie wurden in digitale Signale umgewandelt, die durch Multiplex-Systeme verarbeitet wurden. Fußnote 6. Nach Macaulays Mammutbuch der Technik, Angabe oben. Die Stimmungsschwankung, die sich bei der Schreiberin aufgrund der leidigen Unterbrechung einstellte, versuchte sie zu verbergen und für den Anrufer angenehme Schallschwingungen zu erzeugen. Das Gespräch dauerte demzufolge ungefähr eine Stunde. Telefongesprächsverkürzende Schallsignale hingegen könnten so klingen. Störe ich gerade? Naja, ich schreibe. Ach so, ich wollte nur... Ich lese dir vor, was ich geschrieben habe, okay? Ist es lang? Ja. Lang habe ich aber nicht Zeit. Schade. Na dann, Papa. Die
Schreibenden reichen ihre Textkreation bei einem renommierten und gut dotierten Literaturwettbewerb ein. Von einer Jurorin erfahren sie, dass Mathilda den Hauptpreis gewonnen hat. Mathilda wird in den Medien gefeiert, die vier Schreibenden hingegen werden als lästige Trittbrettfahrerinnen angesehen, die an Mathildas Ruhm mitnaschen wollen. Plötzlich sehen sie sich mit Mathilda Merchandising-Produkten konfrontiert, deren Ursprung sie nicht kennen. Eine Mathilda Modelinie und Mathilda Kosmetikserie, beide mit Artikeln für sie und ihn bzw. sie ihn, sind entwickelt worden. Fußnote 7. Leider sind die durchaus ansprechenden Produkte zu teuer, als dass die Schreibenden sie sich leisten können. Im Cyberspace werden eigene Mathilda-Foren eingerichtet und virtuelle Mad-Partys abgefeiert. Wagt sich eine der Schreiberinnen auf eine solche Plattform, so wird sie von Mad 13 bis Mad 820 verlacht, wenn sie erklärt, Mathilda sei eine Fußnote 8 eine Fragezeichen. Mathilda sei eine literarische Figur, die sie zusammen mit drei Mitautorinnen entwickelt habe. Mathilda lebt, wird ihr kurz und bündig beschieden. Und auf ihre beherzte Rückfrage, wie Mathilda denn entstanden sei, wird ihr ein Zitat aus dem Text vorgehalten. Mathilda erschafft Mathilda im virtuellen Raum. Sie hatte sich schon immer zwischen und in verschiedenen Welten bewegt, aber seit ihren Kindern lebte sie nur noch in Zwischenräumen, Zeiten. Dazwischen fiel sie immer wieder aus der Zeit, aus dem Raum, aus der erwachsenen Arbeitswelt, teilte nicht mehr die Arbeitszeiten, den Tages-Nacht-Rhythmus, den durch den Arbeitsplatz von Beschäftigten vorgegebenen. Als Studentin hatte sie ihren eigenen Rhythmus, ihre Ausdehnung, Existenz in Zeit und Raum selbst bestimmt. Doch jetzt war sie durch ihr Leben als Mutter eine durch den Raum und die Zeit gebrochene. Ein Unglück ist geschehen. So ein Unglück, ein großes. Mit dem Traktor ist er im Graum reingefallen. Dabei bete ich jeden Tag. Aber der Herrgott, der erbarmt sich meiner nicht. Er hat einfach kein Erbarmen. Dabei war er ja früher auf Montage in Libyen. Und da hätte ihm doch dauernd was passieren können. Im Frühjahr ist er umgeflogen und dann im Herbst auch wieder nach der Ernte. Gell? Und dann, immer wenn er geflogen ist, bin ich vor dem Radio gesessen und hab gehorcht, ob ein Flieger abgestürzt ist in Afrika. Aber es ist nie einer abgestürzt. Und die Montage, die ist ja gefährlich, gell? Da habe ich mir gewartet, ob ein Brief kommt, wo drin steht. Jetzt ist was passiert. Aber es ist ihm nichts passiert. Er ist immer mit heiler Haut wieder zurückgekommen. Und dann war er zu alt für die Montage. Dann haben sie ihn nicht mehr genommen. Und ich habe mir gedacht, naja, jetzt kann ihm ja nichts mehr passieren, gell? Jetzt ist ja keine Gefahr mehr. Und jetzt tritt er in den Himmel. Der Herrgott, der bäumt sich meiner nicht, jetzt fliegt er in Graum rein mit so einem Traktor. Ich sehe das. Ich renne hin zum Graum. Ich sehe den Traktor. Ihn sehe ich nicht.
weil der Traktor ist ja auf ihn aufgefallen. Der hat ihn ja unter sich begraben. Himmel, was für ein Unglück, der Herr, da bäumt sie meiner nicht. Weil wie ich dann hinschaue, Jürgen, er krabbelt aus unter dem Traktor. Und ich denke mir, jetzt ist es wieder nicht da dran. Nichts ist ihm passiert. Gar nichts. Unerwarteter Ausnahmefehler stand groß am Bildschirm. So ein Selbstbewusstsein möchte ich auch einmal haben, dachte sie voll Neid und fuhr das Gerät herunter. XY. Mathilda ist männlich. Er schaut in den Spiegel. In der Nacht hatte sie dann geträumt, durch einen Spiegel zu gehen und als Mann auf der anderen Seite wieder herauszutreten. So fand sie er sich mit einem Glas Sekt vor einem Buffet wieder, an dem es die verschiedensten Nockerl und Knödel gab, in einer Vielfalt, wie sie er es noch nie gesehen hatte. Ihr? Ihm gefiel eine große Blonde, die sich mit einer blassen Hochschwangeren unterhielt. Sie redeten etwas von Presstechnik und sie, er dachte zuerst, die schöne Servinzerin, doch dran schien es ihr, ihm, dass sie von der Presse war oder eher bei einem Verlag arbeitete. Sie, er, schlich näher heran und verlor das Interesse, als er verstand, dass es ums Gebären ging. Zurück zum Anfang. Wenn sie wollte, wollte er nicht. Wenn er wollte, wollte sie nicht. Wenn sie konnte, konnte er nicht. Wenn er konnte, konnte sie nicht. Wenn er nicht wollte, konnte sie. Wenn sie nicht konnte, wollte er. Wenn er konnte, konnte sie nicht. Wenn sie konnte, konnte er nicht. Wenn sie wollte, konnte er nicht. Mathilda erprobt ihre Möglichkeiten. XX. Oder doch lieber XY. Oder als Katze wiedergeboren. Mathilda zieht sich in sich zusammen, so gut es geht. Die Artgenossin hat von ihr abgelassen. Mathilda leckt die kleinen Blutstropfen aus der Wunde, die die Nägel der Artgenossin verursacht haben. Dabei fährt ihre Zunge kurz auch über das fremde Fell. Der Wagen ist inzwischen losgefahren, rumpelt und ruckt. Sie gibt dem starken Drängen in ihrem Bauch nach und gebiert 5 fiepende, blinde, kleine Wesen. Mager wie sie ist, lässt Mathilda sie trinken und leckt sie unermüdlich ab in der Gewissheit, dass sie alle zusammen sterben werden. Aber eben zusammen. Doch Mathilda ist nicht gestorben und lebt noch heute mit einer Tochter, die sie nicht Lise genannt hat. Zurück zum Anfang. XX, Mathilda, ist weiblich. In der Dämmerung sitzt die Schreibende mit dem ihr noch verbliebenen Eibläschen und ihren potenziellen Möglichkeiten. Wir haben noch einen Frauen-Uni-Song vorbereitet. Die Melodie ist von Harry Belafonte geklaut und einige Textideen sind auch irgendwoher geklaut. Das war jetzt die Quellenangabe.
weitere Frage ist recht einfach. Auch hier kommen wir zurück zum Anfang. Wer das Lied kennt, kann dann auch mit einstimmen. Mathilda, Mathilda, Mathilda liebt Frauen, Moni, und darum ist sie da. Und drum ist sie jetzt da. Noch einmal. Und drum ist sie jetzt da. Und drum ist sie jetzt da. Alle. Und drum ist sie jetzt da. Wir haben uns relativ kurz vorher auf die letzte Textzeile des Refrains geeinigt. Deswegen proben wir das jetzt nochmal kurz öffentlich. Mathilda, Mathilda, Mathilda liebt Frauen, Hunde, und darum ist sie jetzt da. Es gibt auch noch Strophen, die gibt es hauptsächlich dazu, damit wir zwischendurch wieder den Refrain üben können. Das Leben im Patriarchat ist hart, diese Erkenntnis hat einen Bart. Hey! Mathilda liebt Frauen, Uni, und drum ist sie jetzt da. Alle! Mathilda, Mathilda, Mathilda liebt Frauen, Uni, und drum ist sie jetzt da. Occupy Uni heißt die Devise. Frauenräume, Hörsaale und was? Seele und Wiese. Hey, Occupy Uni heißt die Devise. Frauenräume, Hörsaale und Wiese. Hey, Mathilda liebt Frauenuni, und drum ist sie jetzt da. Postfeminismus wäre wirklich fein. Im Postpatriarchat wird es so weit sein. Hey, Mathilda liebt Frauen ohne, und drum ist sie jetzt da. Mathilda, Mathilda, Mathilda liebt Frauen ohne, und drum ist sie jetzt da. Fast. Na gut, dann nochmal, oder? Mathilda, Mathilda, Mathilda liebt Frauen ohne, und drum ist sie jetzt da. Zwar ist unsere Lesung damit aus. Geht bitte trotzdem noch nicht nach Haus. Hey, Mathilda liebt Frauen ohne, und drum ist sie jetzt da. Ja, recht klar. Mathilda. Mathilda liebt Frauen ohne, und drum ist sie jetzt da. Verliebt, verzopft, verwegene Frau, gibt's gleich im Film anzuschauen. Hey, Mathilda liebt Frauen ohne, und drum ist sie jetzt da. Everybody! Mathilda, Mathilda, Mathilda liebt Frauen ohne, und drum ist sie jetzt da. Mathilda, Mathilda, Mathilda liebt Frauen ohne, und drum ist sie jetzt da. Herzlich, und ich möchte noch aufklären, das Rätsel, das vorhin von vier Autorinnen die Rede war, und hier seht ihr nur drei. In die Texte sind aber sehr wohl Beiträge von Elke Papp eingeflossen, die zurzeit in England ist und sich leider nicht einrichten konnte, herzukommen. Bitte noch einen Applaus für die Elke.
Ja, ihr dürft euch rühren. Nein, dann Segen, geht hin in Frieden. Ah, ja. Genau, ich habe keinen Segen gesprochen, das hört sich klar. Geht hin, aber nicht zu weit weg. Und danke auch noch an unsere